Jo, hallo nochmal. Oder hallo überhaupt. Ich habe ja gerade den Action Hall schon abgedreht und jetzt habe ich hier mal ein bisschen Platz gemacht und jetzt zeige ich euch ganz kurz noch, was ich im Teddy geschafft habe. Ich weiß noch nicht, ob ich das Video dann hinten ran klatsche oder ob das ein neues Video ist, aber ich zeige es euch jetzt nochmal. Also, zum einen habe ich gekauft Klettverschlüsse, 48 Stück in Schwarz und in Weiß, jeweils für 1 Euro. Selbstklebend zum Verschließen von Mini-Alben oder was auch immer. Dann habe ich gekauft, die habe ich mir letztes Jahr schon mal gekauft, so lustige Holzstreu-Deko-Teile für 1 Euro. Letztes Jahr haben sie, glaube ich, 1,75 gekostet. Da stand aber auch nur noch Teddy drauf und nicht Black. Das sind so kleine Häschen und Schäfchen in unterschiedlichen Größen. Da habe ich letztes Jahr auch schon mal, ich weiß gar nicht, ob ich euch das gezeigt habe, habe ich die mal mit Harz versiegelt. Bei den Schäfchen hat es ganz gut geklappt, bei den Häschen damals glaube ich nicht, ich weiß gar nicht mehr warum. Auf jeden Fall sind es hier einfach halt so kleine Holzstreuteile. Fand ich ganz süß, habe ich nochmal mitgenommen. Habe ich, glaube ich, unten auch noch ein paar, also in einem Bastelzimmer. Dann habe ich Sticker gekauft. Einmal diese hier, weil ich ja immer noch für meine Schwester ein Album basteln möchte, soll, muss, darf, kann. Da passen die von der Farbgestaltung ganz gut dazu. Ob ich sie verwende, kann ich euch noch nicht sagen. Fand es ja auch ziemlich teuer für 1,75 Euro. Also, ne, fand ich ziemlich teuer. Aber nun gut, das macht man nicht alles für die lieben Geschwister. Dann habe ich hier Kräuselband mitgenommen. Da steht zwar noch Merry Christmas drauf, stört aber keine alle. Ihr wisst schon was. In 2, 4, 6 Farben mit so Schiller-Schiller-Effekt habe ich einmal die und einmal, ja, ich habe zweimal, also halt zwei verschiedene Flaschen und einmal normale, also normal in Anführungszeichen ohne Grissel-Grissel. Unser Nachbar kommt gerade nach Hause. Ich, naja, ohne Watte. So. Einmal die, also zweimal die. Dann habe ich ein ganz stinknormales doppelseitiges Formtape mitgenommen, Klebeband. Das sind 3 Rollen. Haben 3 Rollen jeweils 2 Meter 1 Euro gekostet. Dann habe ich einen Aschenbecher mitgenommen in derbstem Pink. Eigentlich ist die Farbe ja, wenn man es korrekt ausdrücken will, Fuchsia. Und da will ich eigentlich versuchen, das hier oben. Es geht ab hervorragend und schon ist es ein Zahnputz, also Zahnbürstenhalter, weil unser Badezimmer nämlich diese Farbe beinhaltet, also zumindest die Dekoration. Und deshalb ist das fürs untere Badezimmer. Dann habe ich mitgenommen ein einzelnes verlorenes Washi-Tape. 2 Euro? Wieso haben die 2 Euro? Da habe ich überhaupt nicht drauf aufgepasst, siehst du? However, eigentlich habe ich es nur wegen diesen süßen Teddybären hier. Oh, oder? Muss ich jetzt hier drüben schauen? Eigentlich habe ich es nur wegen diesen süßen Teddybären hier mitgenommen. Ja. Und dem Hasen natürlich. Und dem Eichhörnchen. Also eigentlich habe ich es wegen diesem unteren Tape mitgenommen. Und hier sind noch 2 Schmale drin. Das ist ganz gut für die Techniken, die ich euch am Ding ja gezeigt habe. Am Ding. Verstanden? Hier ist der Einkaufszettel. Entschuldigt. Ich habe mal überlegt, wie kurz dieser Einkaufszettel ist von Teddy und habe bezahlt 29,25 Euro. Und jetzt Achtung im Vergleich zum Einkauf gerade Action. Für 82 Euro. So, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Brauchen wir gar nicht diskutieren. Dann habe ich mir mitgenommen. Papierblumen, 29 Gramm für 1 Euro. Sieht ein bisschen aus wie ausgestanzt aus Tapete. Ja, ich habe einen Jutebeutel gekauft. Und zwar kaufe ich immer bei Teddy, wenn ich bei Teddy einkaufen gehe, kaufe ich immer für 1 Euro diese Jutebeutel-Blanko-Dinger. So, weil ich keine Plastiktüten und keine haben möchte. Auf jeden Fall sind hier 29 Gramm drin. Die Farben sind ganz nett. Und ich glaube, dass man die, wenn man Brads dazwischen steckt, auch dreidimensional machen kann. Fand ich ganz toll. Fand ich ganz toll. Begeistert. Dann habe ich mitgenommen, habe ich auch vorher noch nicht gesehen, 30 Bastelbögen von Pleck.de haben gekostet 2,50 Euro.
Ich schneide es jetzt auf, wenn es mir nämlich zu doof ist. Dieses Zugeklebe an der Seite, echt. Und dann sollst du es kaufen, obwohl du nicht weißt, was du kaufst. Plonk. So. Die muss ich mir überhaupt erstmal selber anschauen, richtig. Das ist einfach nur ganz, ja, doch schon stärkeres Kraftpapier. Und die haben irgendwie alle, haben die so einen Folienstreifen drin. Viermal jedes. Puh, weiß ich jetzt noch nicht so. Ah, schau, es wird besser. Happy Day. Hallo. Ja, die sind alle so foliert. Ah, na, ja, jetzt wird's besser. Was ist die da hinten? Was soll denn das? Ah, keine Ahnung. Ja, 2,50 Euro, wie schon gesagt, habe ich mir zweimal mitgenommen. Die sind ganz schön. So Wimpel. Ich glaube, deswegen habe ich es auch mitgenommen, wegen diesen Wimpeln. Ja, muss man mal gucken, was man draus machen kann. Ja, ganz süß. Das sind zweimal die gleichen. Ja, also wie schon gesagt, 2,50 Euro haben die gekostet. Dann habe ich mitgenommen Schutzfolien, 100 Stück, 1 Euro. Die kriegt man bei Dorian Beats auch fast nicht. Doch, kriegt man bei Dorian Beats schon günstiger, aber die Größe habe ich noch nicht, auch von Dorian Beats nicht. Habe ich einmal mitgenommen und einmal in etwas größer, 50 Stück, auch 1 Euro. Kennt ihr alle, ob jetzt von Teddy oder von Dorian Beats. Ups, auch Kaffee umgeschüttet. Dann habe ich mir noch Sticker mitgenommen. Und zwar habe ich mitgenommen zweimal diese hier für 1 Euro. Die sind einfach nur so Wimpelsticker, auch leicht foliert in Schwarz, Gold, Weiß und Fuchsia, Magenta oder sonst irgendwas. Die sind wohl zum Planer, Dings da bumsen, kann man aber. Puh, vergesst es einfach. Kann man ja aber auch alles andere damit machen. Sind da zwei drin? Sind da zwei drin? Muss ich jetzt mal reinschauen. Tatsächlich. Na dann ist doch schon wieder ganz gut. Ja, sind ganz süß. Also zweimal. Schau, wenn man das angeschaut hätte, da steht nämlich drauf hier: zwei Blatt mit 58 Stück. Fokus: zwei Blatt, 58 Stück. Dann eben kein Fokus. Also, die dürften zwei mit. Und die habe ich eigentlich nur deswegen mitgenommen, weil ich da Opfer der Farbgebung geworden bin. Also, die, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht. Doch, sieht man. Die schimmern und schillern so in verschiedenen Farben. Oster-Deko-Sticker. Die sind transparent, die sind wohl ganz schön. Man kann sie ja auch mal versuchen einzugießen. Aber da bin ich echt Opfer der Farbe geworden. Haben gekostet 1,50 Euro. Finde ich auch fast ein bisschen teuer. Also einmal diesen schönen Bögen. Ja, die sind schon cool. Dann die hier, das sind aber so Epoxy. Ach nee, nicht alle. Das ist wieder voll Verarsche. Also manche sind so wegen epoxisch und die anderen sind einfach nur so glatt. Die habe ich eigentlich nur mitgenommen, weil diese lustigen Ostereier, Osterhasenohren haben. Eigentlich nur deswegen tatsächlich auch 1,50 Euro. Und dann nochmal die. Auch ganz süß. Die habe ich noch mitgenommen. Dann, oh Wunder, Klebesticker, doppelseitiges Klebeband, 320 Stück, 1 Euro aus der Baumarktabteilung, also aus der hier Baumarktabteilung, heißt das so. Und zu guter Letzt habe ich noch mitgenommen einmal solche Kekstüten mit kleinen Rosa, also rosa mit rosanen Herzchen drauf, 1,25 Euro, 25 Stück. Kann man immer was drin einpacken, sind ganz süß, kann man immer gebrauchen, habe ich mitgenommen. Und Cupcake Box, 3 Stück, 1,50 Euro in Schwarz-Weiß. Da seht ihr, was man damit machen kann, darf, machen muss oder will. Ich muss jetzt mal was aufmachen, weil da habe ich mir überlegt, ob man damit nicht was anderes anfangen kann, für, als was die einem sagen, dass man damit machen kann. Ah, das ist jetzt wieder, die Steffi versteht es wieder nicht. Hervorragend. I think so. Okay, schaue ich mir alleine an, zeige ich euch dann, was ich damit vorgehabt habe, wenn ich, wenn es funktioniert hat, also wenn es geklappt hat, was ich damit vorhatte. Das war es auch schon vom Teddy und vom Action. Jetzt räume ich den ganzen Scheiß weg. Wir haben es jetzt 4:45. Mein Männchen wollte um 6 zu Hause sein. Ich glaube es noch nicht ganz. Ich räume das jetzt weg und dann vielleicht bastle ich noch ein bisschen, vielleicht
lasse ich den Tag heute aber auch einfach nur ausklingen und wir sehen uns eventuell morgen wieder mit einem Craft-Update, weil ich nämlich heute früh ein bisschen Harz gegossen habe, bevor ich das Haus verlassen habe. Das war's, ihr Lieben. Schönen Tag noch. Macht's gut. Ciao.